Grüß Gott, meine Damen und Herren. Servus. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich im I.O. Broker mein Smart Home eingerichtet habe, und zwar dahingehend, dass ich mir auf meiner visuellen Oberfläche anzeigen lasse, wann die Papiertonne oder Restmülltonne oder wann der gelbe Sack geleert wird. Das wird durch eine blinkende Schrift, wie ihr sie hier seht, auf meiner Hauptseite im I.O. Broker angezeigt. Gut, wie kann ich diese Funktion programmieren? Zunächst einmal habe ich mir im I.O. Broker in dem User-Data-Bereich eine Struktur angelegt, und zwar einen Unterordner Abfalltermine. Den kann man mit diesem Plus anlegen und darunter nochmal Ordner für gelber Sack, für Papiertonne, für Restmüll. Dazu habe ich mir noch ein Objekt angelegt mit der Bezeichnung Statustext, in der dann meine entsprechende Meldung hinterlegt wird. Nun habe ich unter den verschiedenen Einträgen gelber Sack, Papiertonne, Restmüll zwei Unterobjekte angelegt, und zwar mit der Bezeichnung Abholung morgen und der Bezeichnung Vortag. Genauso wie bei der Papiertonne bzw. beim Restmüll. Ihr seht auch hier, ich habe hier in der letzten Spalte die entsprechenden Abholtermine eingetragen. Gehen wir hier mal auf die Papiertonne. Direkt unter diesem Eintrag kann ich hier mal auf Bearbeiten gehen, sehen wir die Abfuhrtermine. Ja, hier 13.02., das heißt also morgen wird auch die Papiertonne ausgeleert. Das sind die Termine, wie sie tatsächlich stattfinden. Wo ihr die Termine herbekommt, müsst ihr schauen. Also bei uns gibt es, oder bei den meisten Landkreisbehörden, gibt es die Möglichkeiten, einen Abfuhrkalender downzuladen bzw. die Daten als CSV-Datei zu laden. Das will ich euch, bevor wir hier im I.O. Broker weitermachen, mal zeigen, weil hier gibt es auch gewisse Tricks. Der Hintergrund von dem Ganzen ist, warum gibt es eine Abholung morgen? Ja, ich will ja eigentlich am Vortag informiert werden. Warum dieses Komplizierte mit dem Vortag, kann ich eigentlich erläutern. Ist es vielleicht gewisse Unwissenheit oder Unkenntnis von mir? Ich habe einiges probiert, ich habe vieles ausprobiert, ich habe es nicht geschafft, mit Datumswerten in JavaScript zu rechnen. Wenn man einen Tag abzieht, funktioniert nicht. Das ist ganz schwierig, wenn es der erste Tag des Monats ist, also der erste, zweite, was ist im Prinzip der Vortag. Ich habe es nicht hinbekommen zu rechnen. Ich habe mir verschiedene Beispiele angeschaut. Da muss man das Datum in Tag, Monat und Jahreswerte zerlegen, umwandeln, berechnen. Viel zu kompliziert für mich. Ich wollte es einfach und pragmatisch haben, und somit habe ich dann mein Problem folgendermaßen gelöst. Ich rechne nicht mit Datumswerten als Zahlen, sondern ich vergleiche einfach nur die Zeichenfolge des Datums. Das kann nämlich JavaScript. Kommen wir also zu unserem kleinen Excel-Exkurs. Ihr müsst es also zunächst mal schaffen, irgendwoher die Abfuhrdaten zu besorgen. Meistens bekommt ihr sie von eurer Stadtverwaltung auf der Webseite, von der Landkreisseite oder unter Umständen auch von der Webseite eures Entsorgerunternehmens. Letztendlich ist das Ziel, dass ihr die Daten für die verschiedenen Müllabfuhrarten bekommt, so wie hier. Ich habe sie jetzt in Spalten untereinander dargestellt. So bringe ich sie aber nicht in I.O. Broker rein, und ich brauche ja auch noch den Vortag. Nachdem ich das in JavaScript nicht berechnen kann, lasse ich das Excel für mich machen. Ganz einfach, wir nehmen jetzt mal hier den gelben Sack her als Beispiel.
Ich verschiebe jetzt das einfach mal ein bisschen in die Mitte, um hier ein bisschen Übersicht zu verschaffen. Das sind also meine Abfuhrtermine vom gelben Sack. Ihr kennt vielleicht sicher die Funktion, dieses Auto-Auffüllen von Excel. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier bei dem Kästchen hier unten in die Nebenspalte ziehe, dann seht ihr schon eingeblendet, rechnet er mir den Vortag aus. Ich kann auch den Nachfolgetag ausrechnen. Wir brauchen hier den Vortag. Ich markiere mir also meine Termine und ziehe das rüber. Im Endeffekt kopiere ich zwar jetzt die Daten, ihr seht also, die sind hier identisch, aber ich habe hier unten die Autoausfülloptionen, die ich einstellen kann. Und jetzt wähle ich hier Tage ausfüllen. Das bedeutet, er rechnet mir jetzt tatsächlich einen Tag runter. Das gleiche mache ich für meine Restmülltonne. Die verschiebe ich jetzt einfach nur, dass ich hier mal mehr Platz habe, damit ich auch einen Vortag ausrechnen kann. Also gehe ich hierher und mache dasselbe in grün, markiere mir die Termine, rüberziehen, Auto ausfüllen, Tage ausfüllen. Bitte Tage ausfüllen und nicht Arbeitstage ausfüllen, sonst würde die Wochenenden übergehen, falls mal ein Abfuhrtermin auf ein Wochenende fallen würde. So, und die Papiertonne, das gleiche machen wir auch. Hier nehmen, einmal rüber, einmal ausfüllen, Tage ausfüllen und schon habe ich meinen Vortag. Das ist schon mal der erste Schritt, den wir hier haben. Ihr seht auch hier 12.02., also hier heute Morgen, Papier, alles in Ordnung. Man kann es auch hier sehr gut erkennen, wenn wir hier den 1.10. haben, dass er halt auch wirklich datumrichtig rechnet. Das war mein Problem, das ich eben in JavaScript nicht hinbekommen habe. Hier in Excel kann man sich darauf verlassen, dass das funktioniert. Gut, jetzt habe ich das Ganze in Spalten, jetzt brauche ich das Ganze eigentlich nur noch in Zeilen. Das bedeutet, ich habe hier also eine Umwandlung noch vor. Was bedeutet, ich habe hier zum Beispiel Papier und Vortag Papier. Ja, das heißt, den Papiertonnentermin nehme ich mir, kopiere ich und dann sage ich hier einfügen. Und beim Einfügen habe ich dann die Möglichkeit, ihr seht, hier gibt es eine Funktion, die heißt Transponieren. Wenn ich das auswähle, dann kann er mir aus Spalten Zeilen machen und aus Zeilen Spalten. Das ist also diese Funktion, die wir hier brauchen. Ja, das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Vortag. Gehe ich auch wieder rein, einfügen und dann transponieren und schon habe ich den Vortag. Und so kann ich das gleiche mit meinem Restmüll und meinem gelben Sack machen und dann kann ich diese Daten auch schon entsprechend aufbereiten für mein IO-Broker. So, wenn ihr das also für alle Tonnenarten gemacht habt, die Spalten in Zeilen transponiert habt mit dem aktuellen Datum und dem Vortagesdatum, dann können wir das Ganze auch schon exportieren. Wir brauchen es ja als Zahlenreihe mit Strichpunkt getrennt. Da bietet sich am besten das CSV-Format an. Ich bereinige jetzt mal diese anderen Daten hier oben, die brauchen wir nicht mehr. Ich sage hier mal Zählen löschen. Ja, dann rutscht das Ganze rauf. Dann können wir das hier noch ein bisschen aufbereiten, dann ist das besser organisiert. Und jetzt gehe ich her und sage einfach exportieren, Dateityp ändern als CSV-Datei und exportiere mir diese Datei. Ich nenne sie jetzt einfach mal Test. Und dann bin ich auch schon soweit in Excel fertig. Wenn ich mir also jetzt meine Testdatei, meine CSV-Datei in den normalen Windows-Editor anschaue, bekomme ich die Daten entsprechend aufbereitet. Und was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich markiere mir diese Datumswerte und lasse alles weg, was überflüssig ist. Also hier überflüssige Strichpunkte oder vorne die Bezeichnung. Gilt ja nur als Orientierung für mich. Kopiere das über Steuerung C in die Zwischenablage und füge das dann in meinen IO-Broker in die entsprechende Spalte ein. Das mache ich für alle Werte, für den jeweiligen Abfuhrtag
und für den Vortag. Das bedeutet also hier, bleiben wir beim gelben Sack, weil der ja morgen abgeholt wird, haben wir die normalen Abfuhrtermine, die ich hier in diesem Dialogfenster eingefügt habe über die Zwischenablage und dann eben in meinen Eintrag Vortag kann ich mir dann entsprechend die Datumsfelder eintragen vom Vortag. Der nächste Schritt ist, im I.O. Broker ein Skript zu erstellen, das mir dann jeden Tag prüft, ob am nächsten Tag ein Abfuhrtermin stattfindet. Und zwar passiert das einfach mit ganz normalen Wertvergleich aus Listen. Dazu geht es folgendermaßen: Ich habe hier für jede Tonnenart ein eigenes Skript, Abholtermine, gelber Sack, Papiertonne, Restmüll. Nachdem morgen die Papiertonne dran ist, schauen wir uns einfach mal das an. Das erste, wie gesagt, ein Trigger, in diesem Fall ein Zeitplan. Das heißt, ich lasse mir jede Nacht um 12 Minuten nach 12, also um 0 Uhr 12, lasse ich dieses Skript laufen und prüfe, ob für den entsprechenden Tag ein Termin in der Liste vorhanden ist. Also bitte darauf achten, es muss immer an dem entsprechenden Tag passieren, weil ich einfach nur den Wert mit dem heutigen Datum vergleichen kann. JavaScript erkennt es allerdings nicht als Datum. Also ich kann nicht mit morgen und gestern arbeiten, sondern er vergleicht einfach nur die Werte und kann sagen, okay, das ist identisch, dann sage ich, Wert ist true. Es gibt als nächstes einen Bereich Listen. Ja, da kann ich Listen erzeugen. Und es gibt einen Bereich, wo ich Variablen setzen kann. In dem Fall brauche ich nämlich eine Variable, um Werte zu vergleichen zu können. Also passiert mir Folgendes: Jeden Tag um 0.12 Uhr liest er die Liste aus meiner Spalte Wert, und zwar Papiertonne Vortag. Und das Trennzeichen ist ein Strichpunkt, das gebe ich ihm an, damit er die Werte trennen kann. Man kann jetzt zum Überprüfen von dem Ganzen, ob er das auch richtig macht, entsprechend immer einen Debug-Output geben und diese Variablen sich anzeigen lassen im unteren Bereich. Dann weiß man nämlich schon, ob das Programm richtig arbeitet. Dann würden hier unten in der Protokollzeile die Daten ausgegeben. Das würde ich euch auch in diesem Fall empfehlen, ob das auch richtig funktioniert. Ich habe also hier eine Variable P-Liste, ja, also Papiertonne-Liste, die er mir aus meinem Eintrag unter User-Data ausliest. Dann habe ich hier eine Schleife. Es gibt dann Schleifen, ja, da heißt dann für jeden Wert aus der Liste. Ja, für jeden Wert I, wieder eine neue Variable aus der Liste P-Liste. Ja, also das ist hier meine Variable, wo die einzelnen Datumsfelder drin sind. Und jetzt soll er jeden Wert vergleichen. Da habe ich dann wieder diese Falls, mache sonst Abfrage. Falls also das aktuelle Zeit, gibt hier wieder Datum und Zeit, aktuelle Zeit. Falls die aktuelle Zeit mit dem Format Tag, Monat, Jahr ist gleich I, also entspricht dem Wert aus dieser Liste in der Variablen, dann soll er schreiben, das ist jetzt dieser Debug-Output, das schreibt er mir ins Protokoll rein oder auch hier unten. Das ist also für mich nur Information, passieren tut hier dann erst was, dann aktualisiert er den Wert Abholung morgen mit dem Wert war und aktualisiert den Statustext mit dem Text morgen wird Altpapier abgeholt. Und dann bricht er die Schleife ab, weil in diesem Fall kann diese Situation nur einmal eintreten, weil das Datum gibt es ja nur einmal in diesem Jahr. Ich zeige euch noch mal kurz in der Objektübersicht, wo das ist. Also hier haben wir Papiertonne. Er setzt also hier bei Abholung morgen den Parameter true und er hat hier in dem Statustext
schreibt er rein, morgen wird Altpapier abgeholt. Das macht dieses JavaScript. Falls der Wert dann natürlich nicht entspricht, dem entspricht, dann setzt er den Wert Abholung morgen auf False. Ja? Das heißt also, heute Nacht wieder um 0.12 Uhr überprüft er, ist morgen Altpapier dran, dann kommt er auf das Ergebnis Nein und dann setzt er den Parameter False. Das ist also ein kleines, kompaktes Skript, das mir Listen ausliest, mit Variablen arbeitet. Das habe ich dann entsprechend kopiert für die verschiedenen Abfuhrarten, Restmüll, Papiertonne, gelber Sack. Und lasse das dann, man sieht es hier, 0.11 Uhr oder 0.10 Uhr zu verschiedenen Zeiten laufen. Ja, das ist wichtig, das sind Cronjobs. Ich habe hier bei diesen Skripten viele Cronjobs laufen und die sollten nach Möglichkeit nicht alle zur gleichen Zeit laufen, da sonst mein Raspberry wahrscheinlich durcheinander kommt. Ich gebe ihm dann immer ein paar Minuten Zeit. Mitten in der Nacht hat er ja Zeit, kurz nach 24 Uhr kann er dann schon mit der Abarbeitung seiner JavaScripte oder seiner Aufgaben beginnen. Das ist also jetzt schon mal vorbereitend in JavaScript, was ich hier hinterlegt habe. Und das Ganze muss ich jetzt im Prinzip nur noch visualisieren. Da greife ich jetzt vor. In einem späteren Video zeige ich euch die gesamte Vis-Oberfläche, wie die aufgebaut ist und wie das funktioniert. Viele wollen aber jetzt wahrscheinlich das gleich umsetzen und wollen wissen, wie habe ich das jetzt realisiert. Darum gehen wir jetzt in die Visualisierungsoberfläche. Wenn ihr im I.O. Broker auf Übersicht klickt, bekommt ihr hier unter anderem Vis Runtime und Visualisierung angezeigt, sofern ihr diese entsprechenden Adapter installiert habt. Gehe ich hier mal nochmal schnell rein. Vis, das ist also Visualisierung, das müsst ihr als Instanz installieren. Wie schon mal vorgestellt, soll dann unter Instanzen als Vis angezeigt werden und dann seht ihr unter Übersicht auch diese beiden Einträge. Runtime ist dann im Prinzip die Benutzung der Oberfläche und Visualisierung ist dann die Möglichkeit, das Ganze einzurichten. Dann gehe ich mal hier auf meine Hauptseite und hier sieht man auch schon entsprechend ein Text blinken. Wie eingangs in dem Video angezeigt, wird an dieser Stelle eben dieser Text ausgegeben, dieser Statustext. Das ist nichts anderes als ein Textobjekt. Wenn ich da drauf gehe, sieht man hier am Rand unter allgemein den Schalter, den ich hier ausgebe. Das ist also User Data, Abfalltermine Status. Das ist die ID, die ich mir hier ausgebe. Morgen wird Altpapier abgeholt. Das wähle ich entsprechend aus und dann gebe ich den Text aus. Ich kann die Farbe ändern. Hier habe ich grün ausgewählt. Wie ich das Ganze nun auch blinken lassen kann, habe ich im Internet gefunden. Das ist ein CSS-Skript. Könnt ihr auch gerne übernehmen. Findet ihr auch im Internet. Das heißt Blink, Animation Blinker, 2 Sekunden. Habe ich einfach reinkopiert. Kann man sich auch anpassen und in dem entsprechenden Widget oder in dem entsprechenden Textzeile gibt man hier unter CSS-Klasse dann Blink ein und dann blinkt das auch schon entsprechend in grün oder hier ein Hinweis auch in rot. Genauso habe ich das eben auch bei dem Öffnungshinweis, wenn ein Fenster gekippt ist, gemacht. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich habe hier eben noch als als Testtext hinterlegt, darum blinkt das hier, aber in der echten Voransicht, wenn ich jetzt auf die Echtansicht wechsle, auf die Runtime, ja, dann sehe ich also hier, morgen wird Altpapier abgeholt. Das ist also das ganze Geheimnis für die Abfuhrtermine. Man könnte es zusätzlich natürlich auch noch über Sprachassistent ausgeben oder wie auch immer. Ich habe mich auf das hier beschränkt, mit Blinken eigentlich sehr gute Anzeige.
So könnt ihr diese Funktion in euer Smart Home einbauen. Das war's dann schon wieder, liebe Leute, für diese Folge der Reihe Smart Home Automation bei Armins Technik Tipps. Ich habe jetzt nicht alles bis ins Detail erläutert und mit Sicherheit auch noch einige interessante Themen, die ich aber nicht beleuchten will, weil die kann man sich dann entsprechend erarbeiten oder ergoogeln. Das war's auch schon für diese ganze Reihe Smart Home Automation. Solltet ihr noch Fragen haben oder Wünsche für ein bestimmtes Thema, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann überlege ich mir, ob ich so ein Video noch für euch mache. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr Interesse an meinen Videos habt, abonniert meinen Kanal. Da gibt es in Kürze ein neues Thema mit vielen neuen Tutorials. Da verbleibt mir nichts anderes zu sagen. Viel Spaß für die nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen und Servus.